Trotz aller wirtschaftlichen Krisen, Eurokrise, Rezession im Süden Europas, Staatsverschuldungskrise in den Vereinigten Staaten, war 2012 ein äußerst erfolgreiches Anlagejahr für die Aktie. Der DAX legte knapp 30% zu und liegt damit im internationalen Vergleich ganz weit vorne. In der zurückliegenden Woche gab es ein Plus von rund 0,5%. Allerdings bleibt in den letzten verbliebenen Tagen dieses Jahres noch ein wichtiges wirtschaftliches und politisches Problem zu lösen, der sogenannte US-Fiskalstreit. Dabei geht es im Kern darum, ob die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten nun nachhaltig eingedämmt werden soll. Republikaner und Demokraten streiten beispielsweise darum, ob und wenn ja, wie viel Steuererhöhungen es in den Vereinigten Staaten ab Anfang nächsten Jahres geben soll. Wird dieses Problem nicht gelöst, so könnte das in den kommenden Tagen und Wochen eine nachhaltige Belastung für die Aktienmärkte weltweit bedeuten. Der Blick auf die baden-württembergischen DAX-Unternehmen zeigt, dass zwei der drei Unternehmen sogar die stolze Wertentwicklung des DAX noch übertroffen haben. SAP beispielsweise hat in den vergangenen 12 Monaten 50% an Wert gewonnen und ist nun das teuerste börsennotierte Unternehmen Deutschlands. Größer also als beispielsweise Volkswagen oder Siemens. Daimler hinkt dem deutschen Aktienindex ein bisschen hinterher und hat in diesem Jahr immerhin 20% zugelegt. Es war kein einfaches Jahr. Eine Gewinnwarnung und flauere Nachfrage belasteten den Kurs. Und Heidelberg Zement hat mit einem Plus von 37% sich ebenfalls gut geschlagen in diesem erfolgreichen Börsenjahr 2012.